Ich möchte dann jetzt an einem praktischen Beispiel betrachten mit dieser Auslegung für die Peak Current Mode Regelung. Dazu hier zur Erinnerung nochmal die Übertragungsfunktion, die wir dargestellt hatten. Das heißt hier einfach aufgelistet für den Tiefsitzsteller Buck-Konverter, Hochsitzsteller, Hoch-Tiefsitzsteller, die vereinfachten Übertragungsfunktionen für den Peak Current Mode Regelung. Und ausgehend von denen möchte ich jetzt zeigen, wie wir für einen Hochsitzsteller die Auslegung der äußeren Regelschleife für so einen Peak Current Mode machen. Das heißt, von dieser Übertragungsfunktion ausgehen mit dem, was wir gerade abgeleitet haben und dann in der LT-Spice diesen so dimensionierten Kompensationsregler einsetzen und uns das transiente Verhalten anschauen. Wie gesagt, das sind vereinfachte Verfahren, aber wenn man die Durchtrittsfrequenz auf ca. 10 bis 20% maximal der Schaltfrequenz legt, sollte das noch einigermaßen funktionieren. Dann habe ich das hier mal als Berechnung in Mathcad vorbereitet. Das heißt, wir haben auf der einen Seite unsere Eingangsdaten. Wir sollen eine Schaltung betrachten mit einer Ausgangsspannung von 24 Volt, einem Lastwiderstand von 24 Ohm. Das heißt, 1 Ampere Ausgangsstrom, die Eingangsspannung sind 12 Volt. Das Tastverhältnis wäre dann 0,51 minus UE zu UA. Der Ersatzserienwiderstand des Ausgangskondensators sei 10 Milliohm. Der Ausgangskondensator habe 100 Mikrofarad und die Induktivität 100 Mikrohenry. Und dann errechne ich hier jetzt erstmal die ganzen Werte, die wir gerade in der Übertragungsfunktion gesehen haben. Das heißt, wir hatten, wie wir gerade gesehen haben, bei der PowerPoint-Präsentation hier diese Übertragungsfunktion für die Strecke 1 durch RK mal RL mal 1 minus D halbe. Und hier dieser Ausdruck mit den Nullstellen und der Polstelle, die wir auch aus der Formel übernehmen können. Diese sind jetzt hier oben für diese konkreten Werte jetzt berechnet. Das heißt, die Nullstelle in der rechten Halbebene RL durch die effektive Induktivität, die L durch 1 minus D Quadrat ist, die ESR-Nullstelle 1 durch RESR mal CA bei dieser Kreisfrequenz Omega R und die Polstelle, die dominierende unseres Übertragungsverhaltens, die von der Last abhängt, 2 durch RL mal CA. Wie gesagt, hier diese Werte ausgedrückt. Ich nehme an, dass man unsere Messverstärkung hier 1 Ohm ist. Das heißt, der innere Stromregelkreis arbeitet im Prinzip dann mehr oder weniger wie ein P-Element mit der Verstärkung 1. Die Schaltfrequenz soll 200 kHz betragen. Das heißt, wir werden jetzt anpeilen irgendwo um die 20 kHz oder darunter unsere Durchtrittsfrequenz. Und den Regler legen wir dann so aus, den PIDT1-Regler, dass wir hier sagen, die Nullstelle ist gleich der Polstelle der Strecke. Das heißt, diese beiden sollen sich sozusagen kürzen. Und wir sagen, die Polstelle des Reglers kürzt die ESR-Nullstelle und dann bleibt dieses I-Verhalten letztlich übrig. Das heißt, damit hätten wir diesen Regler schon mal hier grob dimensioniert. Zumindest die Werte Omega P, Omega ESR. Tatsächlich, bei den meisten Reglern benutze ich folgende Darstellungsweise: im Prinzip K durch S mal Tn mal 1 plus Stn durch hier 1 plus St1 in dieser zeitkonstanten Form. Das heißt, deswegen steht hier dieses Omega P drin. 1 durch Omega P entspricht dann Tn und die Verstärkung, die ich später auch eintragen werde in meinen Regler, K ist dann hier dieser Faktor Kr, der mit Omega T multipliziert wird, weil hier eigentlich ja K durch Tn stehen müsste. Jetzt wollen wir uns das hier auch nochmal angucken. Wie sieht jetzt das Bode-Diagramm aus, wenn wir zunächst Kr gleich 1 annehmen? Weil das ist die Vorgehensweise. Zunächst legen wir diese Werte für die Polstelle und die Nullstelle des Reglers fest, indem wir hier kompensieren. Dann zeichnen wir die Streckenübertragungsfunktion und die Reglerübertragungsfunktion, beziehungsweise daraus resultierend die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises. GO ist gleich GR mal GS. Und das ist hier mal erfolgt. Das heißt, hier haben wir den Amplitudengang und drunter den Phasengang. Und dann müssen wir jetzt hier bestimmen, wo ist jetzt der geeignete Punkt für unsere Durchtrittsfrequenz. Das heißt, wenn wir jetzt die P-Verstärkung anpassen, dann sieht es folgendermaßen aus. Das rote hier ist die Streckenübertragungsfunktion. Das blaue ist die Reglerübertragungsfunktion mit bereits dieser Kompensation. Und das schwarze ist die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises. Und dann haben wir hier den Durchgang durch die 0 dB-Linie. Und dieser Punkt gibt uns jetzt an, je weiter rechts er liegt, desto schneller wird unser System sein. Jetzt sehen wir hier, die Durchtrittsfrequenz für Kr gleich 1 liegt jetzt irgendwo um die
800, 700, 800 Hertz. Und da sehen wir, wenn wir hier unten reingucken zum Vergleich, da haben wir jetzt bloß eine Phasenverschiebung, die ein bisschen größer als minus 90 Grad ist, oder in Anführungszeichen echt etwas kleiner als minus 90 Grad, irgendwo zwischen minus 90 und 100 Grad. Das heißt, wir könnten durchaus unsere Durchtrittsfrequenz noch weiter nach rechts legen, um zu einem schnelleren Ausregeln zu kommen. Das heißt, schauen wir mal, wenn wir jetzt sagen, wir legen das vielleicht so auf 5, 6 Kilohertz, ja, dann sagen wir hier, bei 5 Kilohertz hätten wir jetzt minus 15 dB. Das heißt, wir könnten die Verstärkung um 15 dB anheben, um noch ausreichend eine Phasenreserve zu haben. Schauen wir hier, dann wären wir bei einer Phasenverschiebung von, also minus 115 Grad, hätten also eine Phasenreserve von 65 Grad, was eine einigermaßen vernünftige Auslegung sein sollte. Das heißt, rechnen wir das kurz um, die minus 15 dB in eine lineare Verstärkung, beziehungsweise welche lineare Verstärkung wir haben können, dann sehen wir hier 10 hoch 15 durch 20 würde eine Verstärkung von 5,6 ergeben, die wir jetzt einsetzen könnten, um unsere Durchtrittsfrequenz auf circa diese 5 Kilohertz zu legen. Dann ändern wir den Parameter hier mal auf diese Verstärkung 5,6 und schauen uns die jetzt daraus errechneten Verläufe im Bode-Diagramm an, das heißt hier im Amplituden- und Phasengang. Und dann sehen wir jetzt hier unsere Durchtrittsfrequenz ist tatsächlich jetzt um die 5 Kilohertz und wir sehen auch hier, ja, die Phasenverschiebung sollte in dem Bereich sein, wo wir zumindest noch davon ausgehen können, dass wir kein zu großes Überschwingen kriegen. Und mit dieser Reglerdimensionierung möchte ich jetzt in LTSpice das überprüfen. Dann habe ich jetzt hier in LTSpice das Modell für diese Schaltung aufgebaut mit den gleichen Parametern. Das heißt, wir haben hier mit zwei Schaltern, wobei der eine als Diode betrieben wird, der Induktivität und unserem Ausgangsfilter den Hochsetzsteller nachgebildet. Angesteuert wird der jetzt über diesen Modulator bei der Peak Current Mode Regelung, der hier entsteht durch die Kombination aus dem SR-Flipflop und dem Stromkomparator, der die Spannung durch die Induktivität vergleicht mit dem Vorgabewert, der aus dem Spannungsregler rauskommt. Das RS-Flipflop wird hier gesetzt periodisch mit einem Clocksignal, so kurze Impulse kriegen. Das wird hier durch eine Spannungsquelle nachgebildet, dass wir einen kurzen Impulsdauer 100 Nanosekunden haben, alle 5 Mikrosekunden, also eine Schaltfrequenz von 200 Kilohertz kriegen. Und zurückgesetzt wird der Schalter dann, wenn dieser Komparator auf einen High-Pegel rausschaltet, das heißt dann, wenn der gemessene Strom durch die Induktivität größer ist als der Sollwert, der hier über den Regler kommt. Jetzt habe ich hier einen Begrenzer eingebaut. Kann man sich jetzt so vorstellen, wenn der Regler durch ein OP realisiert ist und der wird mit einer Spannung versorgt von 0 bis 5 Volt und er könnte maximal an seine obere Versorgungsspannungsgrenze rausschalten, dann hätten wir hier maximal die 5 Volt zum Beispiel als Ausgangsgröße. Praktisch wird man da eventuell sogar einen kleineren Wert wählen, weil dieser Wert tatsächlich jetzt dafür sorgt, dass wir eine Strombegrenzung kriegen in der Induktivität, weil der Komparator automatisch abschaltet, wenn jetzt sozusagen der Strom in der Induktivität diesen Wert überschreitet, dann wird hier die Eingangsdifferenzspannung größer als 0. Und wenn man jetzt den Ausgangswert des Spannungsreglers begrenzt, kann man damit den Wert der Strombegrenzung festlegen. Das ist eine schöne Eigenschaft dieser Peak Current Mode Regelung. Den Regler hier haben wir als PET1-Regler realisiert. Das heißt, die Übertragungsfunktion sieht wie folgt aus. GR von S ist wie dargestellt bereits KP durch STN mal 1 plus STN durch 1 plus ST1. Und hier unten werden die Werte jetzt über Parameter automatisch berechnet aus den Parametern, die ich hier oben vorgebe. Das heißt, wir sehen hier, die Nachstellzeit ergibt sich hier als Kehrwert dieser Polstelle der Streckenübertragungsfunktion unseres vereinfachten Modells. Wir haben hier die Zeitkonstante, die sich errechnet aus der ESR-Nullstelle. Und hier steht jetzt noch KP gleich 1. Das passen wir gleich an auf den Wert 5,6, den wir ausgerechnet haben für unsere Reglerdimensionierung. Und ansonsten haben wir hier den Soll-Ist-Wert-Vergleich. Jetzt in diesem Fall direkt ohne Spannungsteiler runter. Vergleichen wir die 24 Volt Sollwert mit der gemessenen Ausgangsspannung. Das heißt, dieser Regler wird versuchen, die Ausgangsspannung auf 24 Volt zu regeln. Und ähnlich wie bei der Voltage-Mode-Regelung schauen wir uns dann an, was passiert, wenn wir hier pulsförmig einen Lastsprung draufkriegen. Das heißt, wir haben hier eine Belastungsquelle, die springt von 0 auf 0,5 Ampere bei 10 Millisekunden. Das heißt, ein Lastsprung von 1 Ampere auf 1,5 Ampere bei 10 Millisekunden. Mal schauen, wie der Regler hier reagiert. Weil ich jetzt mit dem Tastverhältnis in der Nähe von 50% bin, habe ich jetzt hier zusätzlich noch einen
Anteil für die Kompensationsrampe addiert auf den Stromverlauf, dass wir diese subharmonischen Oszillationen hier nicht kriegen, diese Instabilität. Das heißt, hier wird jetzt eine zunehmende Rampenspannung mit Maximalwert von 0,5 Volt, die auch eine Frequenz von 200 Kilohertz hat, addiert zu dem gemessenen Stromverlauf, um hier die subharmonischen Oszillationen zumindest für diesen Arbeitspunkt zu kompensieren. Dann habe ich jetzt hier mal die Simulation gestartet. Das heißt, ich habe jetzt hier im oberen Diagramm den Verlauf der Ausgangsspannung und im unteren Diagramm habe ich den Verlauf einerseits des gemessenen Ausgangsstromes. Ich habe hier so Elemente drin, die sozusagen als Stromsensor dienen, im Prinzip ideale Stromspannungswandler. Das sind bloß Spannungsausgänge, die den Strom mit einem Faktor 1 in eine Spannung umwandeln. Das heißt, der Spannungswert entspricht dem Stromwert und damit können wir dann hier den Strom durch die Induktivität und den Laststrom messen. Dann sehen wir hier jetzt die unterschiedlichen Vorgänge bei diesem Wandler. Die Simulation geht bis 30 Millisekunden. Wenn wir das jetzt hier betrachten, dann wollen wir zunächst diesen ersten Bereich uns angucken. Dann sehen wir hier, das ist der Hochlaufvorgang. Diese Schaltung beginnt jetzt damit, dass wir bei 12 Volt am Ausgangskondensator starten. Tatsächlich wird sich beim Hochsatzsteller, wenn der Regler normalerweise nicht arbeitet, zunächst mal der Ausgangskondensator aufladen auf die Eingangsspannung, weil über die Diode hier sozusagen ein Einweggleichrichter vorhanden ist. Das heißt, wir beginnen hier bei 12 Volt am Ausgang. Das ist der Initialwert. Und dann versucht jetzt unser Regler, die Ausgangsspannung auf 24 Volt hochzuregeln. Und was sehr schön ist, was man jetzt hier sieht, der Strom wird jetzt hier nicht zu groß, sondern sehen wir, der blaue Verlauf ist eigentlich der Strom durch die Induktivität. Der steigt jetzt nicht über alle Maßen an, sondern hier bleibt der Wert auf knapp unter 5 Ampere begrenzt. Das ist der Maximalwert und der Regler wird automatisch sozusagen dann ausschalten, wenn dieser Maximalwert erreicht ist. Tatsächlich, warum nicht ganz die 5 Ampere? Weil wir hier diese Kompensationsrampe drauf addieren. Das heißt, der Wert, mit dem das verglichen wird am Komparator, ist nicht nur der Strom durch die Induktivität, sondern da kommt noch diese kleine Rampe hinzu und wir kriegen einen Wert des Stroms, auf den begrenzt wird, der etwas kleiner ist als die 5 Ampere, die eigentlich durch diesen Begrenzer vorgegeben sind. Wir sehen hier, der Laststrom nimmt proportional zu dieser Spannung zu, weil wir einen ohmschen Lastwiderstand haben. Wir sehen als ersten Vorteil schon mal zum Beispiel gegenüber dem Tiefsetzsteller im Voltage-Mode oder anderen Voltage-Mode-Schaltungen, wir haben hier diese automatische Strombegrenzung. Dann schauen wir jetzt im weiteren Verlauf, wie reagiert die Schaltung bei Lastsprüngen. Dann haben wir jetzt hier den Sprung auf 1,5 Ampere Ausgangslast. Der Eingangsstrom springt jetzt hier von 2 auf 3 Ampere. Ja, wir haben die doppelte Ausgangsspannung als die Eingangsspannung, also muss der Eingangsstrom doppelt so groß sein. Und wir sehen auch hier sehr schön, wir kriegen hier jetzt im geschlossenen Regelkreis mehr oder weniger bloß eine Störsprungantwort, die mehr oder weniger ein PT1-Verhalten ist. Und der Regler regelt sehr schön die Ausgangsspannung nach. Im ersten Moment kriegen wir wieder einen Einbruch, weil tatsächlich hier sozusagen der Kondensator durch diesen zunehmenden Laststrombedarf kurz entladen wird, aber dann regelt der Regler nach, der Strom in der Induktivität nimmt zu und wir erreichen bereits nach wenigen 10 Mikrosekunden hier den neuen Strom in der Induktivität und danach lädt sich der Ausgangskondensator wieder mit der Zeitkonstante auf und wir kriegen hier jetzt nach einigen Millisekunden wieder unsere stationäre Spannung von circa 24 Volt. Tatsächlich hier sehen wir, die Änderung der Ausgangsspannung ist hier ganz grob, auch wiederum bloß jetzt so dimensioniert aufgrund des Kondensators bei diesem Sprung, dass wir ganz grob bloß 1% Einbruch kriegen der Spannung beim Ausschalten. Und dann sehen wir auch hier tatsächlich mit diesem einfachen Vorgehen, dieser einfachen Kompensation, können wir auch diese Peak Current Mode Regelung auslegen, selbst für diesen nicht linearen inneren Stromregelkreis. Und bei der Average Current Mode Regelung würde man den äußeren Regelkreis ähnlich auslegen, weil dann auch der innere Stromregelkreis auch bloß wie ein P-Element vereinfacht wirkt, was sozusagen nur bestimmt wird in seiner Übertragungscharakteristik durch die Sensorverstärkung.